Jo, Freunde, willkommen zurück. Es ist ein neuer Tag und ich habe Besuch hier. Der Besuch ist gerade drüben im Schlafzimmer. Wir wollen das Schlafzimmer heute aufbauen. Ja, wer kann das nur sein? Es ist... Einen wunderschönen Buongiorno, Ladies and Gentle People. Mitch von Two Squeak ist da. Wir fangen jetzt an aufzubauen, filmen natürlich nebenbei ein bisschen was und ja, bis später. Aha, Hausmeister Mitch. Sicher, sicher. Two Squeak, abonniert seinen Kanal. Ist verlinkt, wie immer. Was bauen wir hier denn gerade auf? Wenn wir fertig sind, wird es ein Kleiderschrank, aber ich hoffe immer noch nach Plan, es wird ein Auto. Das bricht ja alles so weg. So Leute, der Schrank ist jetzt fast fertig. Ja, Was ist der? Hier, deswegen, ja. Genau da. Hä? Das wollte ich dir jetzt zeigen. Also, man wollte eigentlich vor ihm eigentlich zeigen, wo der Hammer hängt. Hey Mitch, wo ist die Kamera? Hast du die gesehen? Die Kamera? Ja. Ich dachte, die hast du. Na, weiß ich nicht. Da ist sie. So Freunde, der Schrank steht. Da ist er. In seiner alten schönen Pracht mit etwas Dicken in der Mitte. Ne? Jetzt kommt noch Bett, dann Schrank. Das sind eigentlich zwei Betten. Eins habe ich im Moment nur hier. Ich wusste mich nicht, ob das Bett doppelt passt. Und ich habe noch was Gutes von dem Herrn und seiner Frau gekriegt. Das zeige ich euch jetzt. Und das ist mega nice. Da habe ich mich super krass gefreut. Also ich musste die Tränen wirklich zurückhalten. Einmal eine zweite Kaffeemaschine, eine kleine mit Tässchen, Gläser, eine Hulk-Tasse, ein Hulk, um mich durch mein jetziges Leben zu smashen, ein Wunschgutschein, den ich wahrscheinlich bei Ikea einlösen werde, ein kleiner Text, wenn ihr schnell seid, habt ihr den gelesen, da, und was Süßes. Vielen, vielen Dank nochmal. Vielen, vielen Dank. Gerne. Kennt ihr dieses geile Gefühl, wenn man diese Schutzfolie vom Handy abziehen darf? Oh ja. Oh. Oh, das hört nicht auf, das geht noch weiter. Oh, oh Moment, der Fall kommt noch ein bisschen. Oh. Jetzt brauche ich was zum Abwischen. So, Freunde, das Bett steht auch. Jetzt wird erstmal entspannt. Hey, schläfst du schon? Noch nicht. Wolltest du nur wissen. Aha. Oh, ich bin so fett. So, Leute, jetzt kommt noch zum Abschluss das Geilste. Dieser blaue Sack wird hier ausgeleert. Weil man will es ja auch kuschelig im Bett haben. Ja. So. Plüschi, Alter. Hasta la vista. Und jetzt, ganz heimlich, Stray kriegt das gerade nicht mit. Von mir ganz kurz nochmal. Like diesen Kanal, teilt ihn weiter, abonnieren. Oder, wie war die Abkürzung noch? LTAB. Jo, Freunde, willkommen. Wir sind bei Ikea. Jan mit am Start. Und Mitch auch. Mitch baut wieder viel Scheiße. Mitch, du weißt schon, dass die Toilette keine Funktion hat. Hättest du mir das eine Minute früher sagen können? Es gibt hier nichts zu sehen. Es gibt genau zwei Optionen, wenn du in eine neue Wohnung ziehst. Entweder du tapezierst oder du hängst die Bilder an die Wand. Mitch, wenn du dieses Teil anheben kannst, von der Mitte aus, dann bist du so stark wie König Arthur. Okay, von der Mitte an. Wir legen es mal als Deckel oben auf den Topf drauf. Bruder! Magie! So Leute, wir sind am Überlegen, ob wir hier ein Rollstuhlrennen machen, aber ich glaube, das ist zu gefährlich.
Hier sind so viele kleine Kinder unterwegs. Und der Stuhl von Mitch hat gerade schon geknackt anscheinend. Nein, ich hab gedacht, das ist irgendwie so zu so Vorstellungszwecken. Mhm. Ja? Okay. Nee, schon gut. Richtig. Nee? Was hast du? Ich hab dich nicht verstanden. Was? Wie ist das? Also Leute, ich habe festgestellt, dieses Bett ist geil. Das heißt, amorphig fest. Das heißt, hier kann man ganz fest drauf. Bam! Läuft. Na Kleiner, wolltest du vergessen? Lass mich in Ruhe, ich lese jetzt mein Buch. So Freunde, der Tag neigt sich auch wieder dem Ende. Wir haben, wie ihr sehen könnt, noch ein bisschen aufgebaut, ein bisschen umgeräumt. Da steht jetzt ein neues Regal. Da stehen die ganzen Funkos drauf und sowas. Da haben Jan und Mitch mir sehr viel geholfen. Naja, ja, ich saß daneben. Also das meiste, was ich gemacht habe, ich habe ihm zugeguckt beim Einräumen. Und geholfen, ja. Dann sind hier viele Kartons verschwunden. Noch der Rest soweit eingeräumt und hier ist auch schon mal ein bisschen was eingeräumt. Ja, und mehr gibt es nicht zu sagen. Wir sehen uns dann wieder, wenn es weitergeht mit der Wohnung. Ciao! So Freunde, was geht ab? Wir haben den nächsten Tag wieder einmal. Mitch ist immer noch da. Wir haben uns einen Döner geholt. Heute gibt es mal was Schnelles zu essen. Und danach wird ein bisschen genagelt. Und nein, nicht wir nageln, sondern die Bilder werden an die Wand genagelt. Und jetzt gibt es gleich noch einen geilen Durstlöscher für mich und dann schauen wir mal, wie es heute noch weitergeht. So Freunde, wieder ist ein bisschen was geschafft. Hier stehen die Bilder soweit oder hängen die Bilder soweit an der Wand. Hatte ich ja gesagt. Dann haben wir ein paar Kartons noch weggeräumt. Hier haben wir probiert, auch noch ein Bild ranzukriegen, klappt aber nicht. Fürs Erste. Wir warten ab. Und ja, das Schlafzimmer. Hier das Bild hängt. Das Wallscroll hängt und das Bild hängt. Sieht sehr schnieke aus, soll auch so bleiben. Ich habe mich vorne hier dran gestoßen und da ist ein so ein Holzteil weggebrochen, aber die Lampe kommt sowieso noch weg. Und ja, ach ja, genau, die Küche. Da habe ich das jetzt alles erstmal so hingestellt und alles, was ich für die Küche habe, steht dann da halt in dem Regal drin. Hier habe ich auch noch ein bisschen Klarschiff gemacht, auch wenn es jetzt nicht mehr so aussieht wie vorher. Aber egal. Ich würde sagen, das war's wieder mit dem Update. Bis dann und ciao. Und nochmal ganz zum Schluss. Wenn ihr euch für Filme interessiert, guckt auf meinem Kanal vorbei. Tooth Creek.